Gibt's hier Schweine? Oder Menschen? Oder Bären? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42, spielen Amnesia Machine for Pigs. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Machine for Pigs und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle weiteren Folgen auf diesem Kanal nicht mehr verpasst. Bob ist dran und führt uns jetzt durch dieses neue Gebäude. Steht das eigentlich da? Nee, steht. Gab's nicht eine neue? Nee. Ich überleg grad. Höhlenportal, ja gut. Unterhalb des Atar. Schade. Ich dachte, dass da immer dann sowas steht wie Kirche. Dingsbum. Also, na, obwohl, nee, es stand wahrscheinlich in der Cutscene davor irgendwie. Ja, mal gucken. Okay, alles ganz normal. Mhm. Bisschen Dampf hier, ein bisschen. Bisschen Kratzer an der Wand da. Ja. Höllenportal. Eine ganz normale. Komische Tür. Ja, aber warum? Ach so, dass man sie von hier aus nicht sieht. Ja, ja. Wir waren hier, ne? Waren wir? Ja. Bist du sicher? Obwohl nicht, warte mal, ich lass mal lieber offen. Weil. Ne? Waren wir hier nicht? Also ich erinnere mich nicht dran. Ach so, die Tanke. Nee, war ja ein viel größerer Raum und so. Ja, ja. Abgeschlossen. Achso, ich mach Licht wieder an. Oh, danke schön. Entschuldigung. Aber hier, also es ist quasi eine weitere Tanke. Vielleicht müssen wir nochmal tanken. Ja, wer weiß. Ich höre Klaviermusik. Ich auch. Sehr gut. Achso, das wissen wir schon. Also, ich muss sagen, was ich cool finde in dem Spiel, dass man wirklich halt immer wieder so ein paar Draußenpassagen hat. Ja. Das ist. Also, es ist natürlich dann nicht mehr so beklemmend, was auf andere Art wieder eigentlich ganz cool ist, aber auch so generell einfach ist es eine nette Abwechslung, finde ich. Ja. Ich glaube, man muss wieder wirklich tanken. Nee. Kann ich? Nee. Oh, schade. Für die. Okay, cool. Mendes Co. Fleischverarbeitungsfirma. 1828. Dark Descent hat 1839 oder so gespielt. Hm. Interessant. Es hat die Frage, wie alt ist Mendes? Aber seine Familie. Water in his shoes. It's too bony. It's too damn bony. Das ist jetzt nicht das perfekte Versteck, aber. Nee. Kann man sich so hier drunter? Oh, okay, das ist gut. Falls was merken. Kommt. Merken. Okay. Nee, genau. Also wir wissen natürlich nicht, wie alt wir selber sind. Ja. Und er hat ja vorhin irgendwas von Familienbetrieb und so auch gelabert. Ja. Also vielleicht hat irgendwie sein Vater ja dann, weiß man nicht, mit Daniel irgendwie Kontakt gehabt. Also weil es scheint ja in London zu sein und Daniel kam ja auch aus London. Ja. Das wäre halt... Die Mendes Processing Company. Meine Seele schaudert ob des Geschehenen. Gesehenen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus einer widerwärtigen Wiege nehmen. Kleiner Gottkomplex. Obwohl, Moses war kein Gott. Das nervt mich immer noch. Ja. Dass man das machen kann, aber es nichts bringt. Also vielleicht ja später irgendwann, aber... Noch finde ich es ein bisschen albern. Ja. Okay, hier ist nichts von Belang. Ich kann auch hier gar nicht hoch. Ah doch. Ja, eben gerade. Schade, ich dachte mal, dass man hier irgendwie mal noch so... Na gut. So, ich mach mal wieder hier. Da ist Licht an, da ist nix. Ah, Moment, hier sind Kisten. Ah, und hier ist auch nix. Schade. Da kann man reingucken. Aha.
Und da kann man auch reingehen. Meinst du, dass man rein... Nee. Ich glaube, reingehen ist nicht... Man kann es halt schließen, aber... Wozu? Das weiß ich nicht. Geh mal zur Tür. Da auch. Warte mal, ich will vorher erst ein bisschen hier noch rumgucken. Obwohl ich finde, dass das hier nicht viel so in den Ecken irgendwie liegt. Also weil dadurch, dass du jetzt auch keine Zunderbüchsen und so mehr hast oder brauchst, ist halt auch... Nee, darum ist dieses Spiel nicht ausgelegt. Ja, so großartig. So wenig zu entdecken in dem Sinne. Warum sollte man die Fenster zu oder aufmachen können? Ich mache jetzt mal alle zu. Mhm. Achso, ist einfach nur... So. Ah, okay. Geht nach innen auf, das ist schon mal schlecht. In Räumen mit Türen nach innen will ich nicht viel Zeit verbringen. Sieht so aus, als ob es da runterging. Da. Ah ja. Genau, das war doch das, was in der Cutscene auch dann zu sehen war. Also, dann ist es quasi wirklich wie so ein Level-Ding. Also, dass man jetzt hier so, dann wahrscheinlich hier, dann darüber. Dann geht man die auch noch durch. Irgendwie so in die Richtung. Na dann. Okay. Ja, interessant. Lass knacken. Also es ist an sich ja ganz cool gemacht mit diesem, das Überschwemmungsblabla. Notabscheidung. So. These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They're like pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Okay. Da sind hier, da ist wieder dieses Buch mit diesen Zeichen. Ja, das sind andere Zeichen. Ja, hast recht. Na gut. So, hier war ja nichts mehr. Nope. Sind das Zunderbüchse? Nee. Wäre auf jeden Fall lustig. Okay, was soll das hier sein? Seine Lampe. Oh. Cool. Und was macht sie? Sie lampt. Okay. Das ist auf jeden Fall einigermaßen hell hier. Das gibt. Ja. Wir dazu. Dann gehe ich erstmal selber ins Dunkle. Omi? Hallo? Naja, Schweinebärmann wird ja jetzt nicht hier sein. Also es würde mich ja stark wundern. Ja, da unten kann ich anscheinend nicht hinleuchten. Wenn ich hinleuchte, also hier, dann ist Frankreich dunkel. Wenn so, dann so. Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, da unten kommen wir nachher auch noch lang. Da! Da! Ich bin hier im Dunkeln. Es ist so gut, dass man nicht unter dieser Nacht
Phobie leidet. Ja, das wäre noch schlimmer. Das, oh mein Gott, ey, und dann dieses Knirschen und diese eklige es läuft. Nee, ist nicht, nicht mehr. Ja, cool. Cool. Aber das mit der Lampe, dass sie dann anfängt so zu flackern, das finde ich gut. Ja. Das ist wenigstens, dass man so ein bisschen vorgewarnt wird, dass man sie jetzt ausmachen sollte. Das ist A-okay. Ja, finde ich auch absolut okay. Das war eben wieder so ein Vieh, was irgendwie nur gerannt ist, ne? Ja. Und anscheinend auch vor uns weggerannt. Nee, es hat sich vor der Maschine erschreckt. Ach so. Ich bin die Maschine. Mit uns hatte das wenig zu tun. Ich bin die Maschine, es hat sich vor mir erschreckt. Ja, genau. Okay. Wer macht sowas? Ich weiß es nicht. So, also. Na gut, damals gab es noch nicht so viele Vorschriften und so. Da war ja auch, wenn ein Arbeitsunfall passiert ist, dann ja, gab es halt tausend andere Leute, die dich einfach ersetzen konnten. Ja. Oh, hoch oder runter? Ich würde erstmal hochgehen. Oh. Guck dich um. Nein! Guck dich um. Um Gottes Willen. Ja, will ich noch wissen, wann es da ist und wann es weg ist und. Ich sehe nichts. Okay, sie flackert nicht mehr. Oh. Ventilator. Und Ventilator ist. Sind meist keine Schweine. Genau. Ich habe noch nie ein Schwein und einen Ventilator in einem Raum gesehen. Der Farbwechsel. Ah, naja. Erstmal hier die Fenster zu. Nee, Fenster zumachen. Fenster zumachen! Hast du den Zug nicht gehört? Ich habe etwas gehört, aber ich konnte es nicht als Zug ausmachen. Werksleiter, okay. Das ist wieder die Maschine. Ah. Hat Mendes quasi so Alexanders. Oh, es klingelt. Irgendwo. Da hinten. Warte. Mendes ist Alexander. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aha. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. An einem Ende steht ein Futtertrog, damit sich das Produkt auf natürliche Weise so in Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie in Vakuumbehältern aus Glas, die neben den Betäubungsarmapparaten stehen, und leiten sie über Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in diesen Kanistern das Produkt zusätzlich zu beruhigen scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf in die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf den Haken des Ausblutungsförderbands fällt. Dieser Haken durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband und bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut und Nebenprodukt exkret in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks fließen lässt. Das ist genau dieses Ding, dieser Lageplan oder wie auch immer, wo man das gesehen hat. Vor allem das Produkt und natürliche Weise, immer auf ganz natürliche Weise. Mhm. Alles ist völlig natürlich. So, du hast da eben noch geklingelt. Was ist denn jetzt hier los? Tja. Haben wir jetzt was verpasst oder? Könnte durchaus sein. Ist noch genauso spät. Kann sein, dadurch, dass wir den Zettel gelesen haben. Das wäre natürlich jetzt nicht so cool. Aber muss ich sagen, das wäre noch ziemlich schlecht. Ach, guck mal, das sind diese Dinger, die doch eben hier noch waren. Also Kolben. Stimmt, der hat ja irgendwas von Kolbenraum oder so gesagt. Ja. Na gut. Okay, aber kann man jetzt hier rausgehen? Natürlich nicht. Nee. Ich würde halt echt gern einfach raus. Da raus.
Okay. Achso, ich zück mal trotzdem die Lampe, weil wenn sie flackert, wissen wir Bescheid. Richtig. Hörst du es nicht? Ja, ich höre das. Deswegen gehe ich auch nochmal hoch. Aber ich will auch was anderes noch machen. Kleiner Augenblick. Ah, perfekt. Okay. Viel besser, viel schneller. Also für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ich habe mir auf einen meiner Mausbuttons jetzt die F-Taste gelegt, sodass ich die Lampe einfach schneller an, aus und so Schlaubi-Bob tüdeln kann. Das ist einfach ein bisschen angenehmer. So, Leute. Leute, heute. Also Tag zur Freude. Da ist Blut, oder? Möglich. Schon so. Da, ja, auf jeden Fall ist da Blut. Ich höre. Ist das elektrisch oder ist das Feuer? Naja, ich weiß es nicht genau. Feuer, oder? Guck mal, das sind. Ah ja, stimmt, das sind Öfen. Oder Ofen ähnlich, oder. Durchkriechen, natürlich. Hass, ey. Flackert keine Lampe. Nee. Und der Ofen macht auch Licht. Das ist die 1. Hallo 1. Kann ich es anfassen? Soll ich es anfassen? Mach mal. Ich kann es ausmachen. Ich kann es anscheinend nicht öffnen. Nee. 1. Okay. Oh, diese Musik. Ja, ja. Wahrscheinlich muss ich hier gleich irgendwas. Die 2 ist leer. Muss ich Bretter reinschmeißen? Ich kann es zumachen. Ah, guck mal. Ja. Alles muss man hier selber machen. Als ob es solche großen Kohlestücken gäbe. Na klar. Na ja. Bei Kohle, Kohle, Kohle. Nur 2? Meinst du, 2 reichen? Na, mach mal. Drück. Also, kann ich es drücken? Oh. Okay. Und jetzt? 0, 0, 0, 0. 4 mal 0. Mhm. Okay. Kann man hier runter? Oh, dann komme ich wahrscheinlich nie wieder hoch. Ja, ich würde es lassen. Kann man da runter? Ich würde es lassen. Piston Control Room, okay. Es sind echt viele Kisten, hinter denen man sich... Gehst du bitte da rein? Omi? Na, zumachen oder nicht zumachen? Doch, sieht mir nach einem sicheren Raum aus. Aber da hinten konnte ich mich unter der Dingens noch... 2. 1. Danke, Untertitel. Stopp, Glut, Öfen gefüllt. Ja. Ja. Schon? Achso, 3? Gibt's noch mehr? Das ist kaputt. Da ist doch noch einer, guck. Ja. Oh, ich guck mich erstmal hier so noch um. 5. 6, oh, okay. Aber wozu die Fenster? Ich verstehe das mit den Fenstern überhaupt nicht. Also... Vielleicht soll es einfach nur, dass es möglich ist. Also, oh, du kannst Sachen anfassen, aber ja. Nur Stühle und solche Kippfenster? Hä, reicht doch.
Ja, aber ey, sorry, das war in, natürlich, ja, das ist Quatsch. In Dark Descent meine ich, und Justine ja deutlich besser. Ja, das ist voll Quatsch hier. Okay, der brennt schon. Ja, aber guck mal, was noch. Mehr ist hier nicht. Hier schön warm. Hier bleibe ich. Da sieht man auch, zwei große Kohlestücke sind drin. Kann man hier drunter gucken? Nee. Okay, ich lasse dann die Tür anscheinend offen. Oh. War da was? Ich weiß nicht, ich habe irgendein Geräusch gehört. Ah nee, es ist die Tür selbst. Hat sich aber wie so ein Zähnefletschen angehört. Okay, also 1, 2 und das da sind also brennen. So, 3 brennt also nicht. 3 brennt nicht. Hier sind ja 2 Kohlestücke. Ja. Mhm. Dann machen wir das zu. Dann machen wir das an. Ich höre wieder Sachen. Aber die Lampe flackert nicht. Ich befürchte trotzdem, dass das draußen irgendwo rumspringt. Dann lasse ich die Türen jetzt auch offen. Achso, die 5 und 6 muss ich anscheinend machen. Das hier ist. Achso, das ist die 4. 1, 2, 3, 4. Dann 5 und 6. Omi? Ja, da ist nichts drin. Ja, dann kommt hier gleich wieder irgend sowas langgelaufen. Hier ist es deutlich dunkler. Ja, aber nur für die Atmosphäre. Gibt's hier Schweine? Oder Menschen? Oder Bären? Oder Schweinebären, Menschen? Warte mal, ich guck erstmal. Die 5 brennt? Ich guck erstmal rum. Ja, stimmt, die 5 brennt schon. Ah, nee, doch nicht. Unter den Kolben bei ruhender Maschine gibt's keinen. Hä? Warum sollte man bei ruhender Maschine nicht durchgehen? Wenn ihr sowas wisst, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr so Mechaniker, Ingenieure, keine Ahnung. Mhm. Also, das erschließt sich mir nicht. Ich auch nicht. Also, weil die Gefahr ist doch viel höher, wenn halt irgendwas sich bewegt und so. Eigentlich schon, ja. Wo ist das andere Kohlestück? Auf der anderen Seite. Nö. Ah doch, hier. Oh, 3 sogar. Boah, wollen wir 3 reinpacken? So richtig einen ausgeben mal? Ja. Ich höre Sachen. Ich höre auch Dinge. Aber ich überlege, ob das zum Ambient ist. Ja, habe ich auch gerade, ne? Weil genauso klang es vorhin auch schon mal. Ja. Vorhin waren wir da oben, oder? Ja, ich glaube schon. Naja, dann. So. Journal. Oh. Hoppla. Lillys Arme sind aus Stahl, Lillys Arme sind still. Die Kolben sind still, das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständige Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. Warum baut man sowas so nahe der Themse? Das ist mega dämlich. Ja. Feuer und Stahl. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Die Feuer gelöscht? Ja. Aber wir haben sie gerade entfacht.
Eigentlich schon. Also, vor allem, dieses System zu finden, sollte nicht schwer sein. Ja, da drüben ist der Scheißraum. Ja, du musst auf jeden Fall, glaube ich, zum Dings einfach nur und jetzt anmachen. Oder ausmachen. Ah. Ja, natürlich ist ja die Maske. Was? Natürlich. Lass ich die Tür offen oder nicht? Also, weil hier... Ist ja nichts. Ich lass sie mal offen. Lass sie offen. Omi? Gibt's hier irgendwelche Omis? Die Tür lasse ich aber zu. Vor allem, kommt man hier in die Mitte eigentlich irgendwie rein? Nee, es sieht nicht so aus. Ist ja nix. Vor allem, das ist auch so dumm, ey. Ja. Völlige Fehlkonstruktion. Ach, guck mal. Ein Zettelchen. 18. Oktober 1899. Entlang der Decke dieser Stufe der Produktionsreihe wurden mehrere Sammelabzüge installiert. Im Zuge der Betäubung und des Ausblutens verströmt das Produkt oftmals stinkende Dämpfe aus seinem Verdauungssystem, die gesammelt, kondensiert und im Methanboiler zum Betrieb der gesamten Maschine genutzt werden können. Auf diese Weise steigt der Energievorrat der Maschine, je mehr Produkte verarbeitet werden, was sogar zur Produktionssteigerung führt. Ein simpler Geniestreich, aber einer, der die Vorzüge der selbstregulierenden Automatisierung zusammenfasst. Okay. Solange es läuft. So, gut. Den mach mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Ach, guck mal, das hier. Ups. Ja, ganze Licht einfach mal aus. Achso, guck mal, jetzt läuft das hier. Ja. Ah ja, der Kolben, klar, der geht jetzt natürlich hier immer, ne, und so. Jetzt sollst du irgendwie unter dem Kolben lang gehen können? Das ist halt immer noch mega bescheuert, ey, ganz ehrlich. Vor allem, warum ist denn jetzt der Rest dunkel geworden? Das ist total bescheuert. Das ist... Oh mein Gott!